Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute geht es um ein Thema, was gerade viele Trader in Deutschland bewegt, zumindest alle die, die auf Margin-Konten handeln, nämlich wie ist denn das jetzt mit den Zinsen, mit den negativen Zinsen und wie es genau ist, das klären wir jetzt in dem Video. Also wir haben in den letzten Tagen unzählige Mails bekommen, Nachrichten auf Facebook, auch hier Kommentare auf YouTube, wo einfach von vielen Tradern gefragt wurde, Mensch, ich habe jetzt ein Schreiben bekommen von meinem Broker, also beispielsweise von CapTrader oder von Lynx oder auch von Interactive Brokers und da steht jetzt was drin, dass ich jetzt plötzlich negative Zinsen auf meine Einlagen bezahlen muss. Also das heißt, ich muss plötzlich Zinsen bezahlen, wenn ich Geld habe. Und wie kann ich mich davor schützen und wie funktioniert das denn überhaupt alles? Und deswegen haben wir mal hier ein paar Fakten zusammengetragen und schauen uns das einfach mal ein wenig an, denn das Ganze klingt schlimmer, als es eigentlich ist. Um das ganze Prozedere bei einem Broker zu verstehen, der mit Margin-Konten handelt beziehungsweise der Margin-Konten anbietet, und das wird ja jeder sein, bei dem du Futures handeln kannst, bei dem du Optionen handeln kannst, weil dort handelst du ja immer auf ein Margin-Konto, müssen wir erst einmal verstehen, wie geht denn das Ganze grundsätzlich vor. Und das Erste, was diese ganzen Broker machen, ist, dass die eine gewisse Benchmark haben, also das heißt eine Orientierung. Ich habe mal die aktuellen Daten herausgesucht, das ist eben zum Beispiel die Benchmark in den USA, das sind 0,38% und 0,38%, das ist die Fed Fund Rate, also das ist das, was auch die Fed bezahlt, wenn man bei ihr Geld einlagert. Im Euro sind das 0,232%, das ist der sogenannte EONIA, das ist ein European Overnight Index Average, das ist also auch so, da wird genommen, was wird denn in ganz einfach gesagt, was wird denn in Europa im Schnitt für Einlagen bezahlt? Und in der Schweiz waren das 0,769%. Diese Benchmark, das wird herangezogen, damit die Broker ausrechnen können, was stellen sie dir an Rechnung, beziehungsweise was müssen sie dir vielleicht auch für Guthaben geben. So, als Erstes, was es jetzt gibt, und zwar, was viele ja auch bekommen haben, ist diese Mail, dass sich etwas mit den Habenzinsen verändert. Das heißt, du hast auf deinem Konto Geld liegen und dieses Geld, das wird dir ja verzinst. Natürlich nicht sehr, sehr hoch. Ich kann mich entsinnen, als ich angefangen habe mit Trading, hat man teilweise noch 5% Zinsen aufs Konto bekommen. Das heißt, hättest du das ganze Jahr nichts gemacht, hast du wenigstens 5% Zinsen gehabt. Zeiten sind lange vorbei. Wir wissen, dass es alles keine Zinsen mehr gibt. Aber jetzt gibt es sogar noch eine negative Änderung. Aber all das betrifft nur Kunden, die Minimum 100.000 Euro oder Schweizer Franken auf ihren Konten haben. Das heißt, wer sein Konto in Dollar führt, aus Amerika ist, in Amerika lebt, den betrifft es gar nicht. Es betrifft die Europäer, es betrifft diejenigen, die ihr Konto in Schweizer Franken führen und die ihr Konto in Euro führen. Aber wie gesagt, es müssen mindestens 100.000 immer drauf sein. Mindestens 100.000 Euro, mindestens 100.000 Schweizer Franken. Alle anderen betrifft das schon mal nicht. Das heißt, wer jetzt ein kleineres Konto hat, der kann an der Stelle schon mal gedanklich abschalten, sollte aber noch nicht ausschalten, denn am Ende kommen wir noch auf ein Thema, was auch dich betrifft, wenn du ein kleineres Konto hast. So, wie wird das jetzt laufen mit diesen Habenzinsen? Viele Banken haben ja jetzt negative Zinsen. Das heißt also, in der Schweiz hat man das jetzt eingeführt, die Japaner haben diese erst vor einigen Tagen gemacht, die EZB, die Europäische Zentralbank, hat ja auch schon seit längerem negative Zinsen und da ist es natürlich ganz normal, dass die Banken das dann ab einer bestimmten Summe an ihre Kunden weitergeben. Weil ihr müsst euch vorstellen, so ein Broker unterhält ja auch Konten bei verschiedenen Banken und sammelt da ja das Geld seiner Kunden. Und im Laufe der, oder was heißt im Laufe der Zeit, das ist natürlich Unmengen an Geld, also es sind Millionen, Hunderte von Millionen, die ein einzelner Broker bei dieser Bank dann liegen haben kann. Und die Bank sagt natürlich, hey, ab einer Million Einlage musst du allerdings jetzt Zinsen auf dein Geld bei uns bezahlen. Verrückte Welt, aber so ist es nun mal. Und der Broker gibt das erstmal nur an seine Kunden weiter. Ist irgendwie verständlich und was soll man machen?
Wie viel ist das jetzt? Also, wer ein Euro-Konto unterhält, hat ab sofort auf die harten Zinsen, also das, was du auf deinem Konto hast, mindestens 100.000, minus 0,482% pro Jahr Negativzinsen. Überlegen wir uns mal, wie viel macht das aus? Das sind also bei 100 Euro, bei 100.000 sind das 482 Euro Zins, den du bezahlen musst, wenn du Geld beim Broker hast. Kann man jetzt darüber schimpfen, man kann es eh nichts ändern, weil du brauchst natürlich Geld beim Broker, sonst kannst du nicht handeln. Und wer eben Schweizer Franken auf seinem Konto hält, der bezahlt Zinsen bei pro 100.000 von 1.090 Franken. So, es war halt schon immer etwas teurer, Schweizer zu sein. Und jetzt muss man sich allerdings erstmal überlegen, weil jetzt viele auch gefragt haben, okay, was kann man denn da machen? Sollte man jetzt einen Dollar umtauschen oder irgendwas und so weiter? Naja, pro 100.000 482 Euro Zinsen, das ist jetzt ärgerlich von der Summe her, es ist jetzt aber auch nicht die Welt. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Ja? So, weil, wir werden jetzt gleich noch sehen, es hat auch etwas Gutes, dieser negative Zins. Fakt ist, man kann es eigentlich nicht umgehen. Eine Möglichkeit, es zu reduzieren, wäre beispielsweise, wenn man europäische Bonds kauft an der Euronext. Ich mache euch da auch einen Link hier unten rein unter das Video, wo ihr das machen könnt. Die bringen aber natürlich auch nicht viel, aber ihr könnt das dann ein wenig reduzieren. Und was ist der Vorteil dieser Euro-Bonds? Diese Euro-Bonds sind natürlich AAA gerated. Das heißt also, ihr könnt die zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz als Margin nutzen. Nicht zu 100%, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel für euer ganzes Geld, je nachdem, es kommt ein bisschen auf die Laufzeit drauf an, wie dann die Margin-Einteilung ist, wenn ihr jetzt für das ganze Geld diese europäischen Bonds kauft, dann bekommt ihr ein wenig Zinsen. Und gibt es auch verschiedene. Und das ist natürlich auch nicht viel. Das ist auch nur im 0,Bereich. Ne? Und damit könnt ihr das ein ganz klein wenig reduzieren. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, okay, dann tausche ich doch mein gesamtes Guthaben in Dollar um, dann habt ihr natürlich erstmal nicht das Problem, dass ihr Negativzinsen zahlen müsst auf euer Guthaben. Aber ihr habt natürlich das Problem, dass ihr dann ein Konto habt, was in einer Währung ist, was nicht eurer Heimatwährung entspricht. Das heißt, ihr müsst die Wechselkursrisiken absichern. Das kann man machen unter anderem mit Futures. Das heißt, man müsste dann im Euro-Future Long gehen. Kann man ja mit diesen Mikro-Futures ab 12.500 Stück machen. 12.500 Euro, Entschuldigung, kann man das machen. Das heißt, das kann man sehr klein stückeln. Aber es erfordert natürlich einen gewissen Aufwand. Man muss es beobachten und wenn es sich so entwickelt, wie jetzt beispielsweise in den letzten Monaten, dass also der Euro nur gefallen ist, dann ist ja alles okay, dann lässt man die Absicherung weg und verdient sogar noch etwas, wenn man das Geld in Dollar hat. Geht es mal wieder in die andere Richtung, da muss man zwingend eine Absicherung haben, weil sonst verliert man viel, viel mehr Geld mit einem Dollarkonto, wenn der Euro ansteigen würde, wenn man keinen Hedge hat, als das, was man hier mit diesen kleinen Zinsen hätte. Das müsst ihr wirklich euch individuell überlegen und ihr müsst natürlich immer eins beachten, dass natürlich auch solche Zinsen, negative, positive Zinsen, sich natürlich immer auf den Future auch auswirken. Jetzt nicht dramatisch, aber das wird natürlich ein bisschen mit einkalkuliert. Das wäre aber eine Möglichkeit, wer sagt, ich habe ein großes Konto und bei mir ist das jetzt hier eben nicht 100.000, sondern eine Million und die 4.800 Euro im Jahr Zinsen tun mir einfach weh, dass der dann sagt, okay, dann gehe ich halt in den Dollar, muss aber eben dann zwingend aktiv sein Dollarrisiko hedgen. Das heißt also, er muss den Markt da wirklich sehr, sehr eng beobachten, weil ohne Hedge 10% Anstieg des Euros oder 5%, ne, dann sind 50.000 Euro weg und das ist schlimmer als 5.000 Euro Zinsen gezahlt zu haben. So, jetzt habe ich gesagt, es gibt aber sogar einen ganz, ganz kleinen Vorteil noch, den dieser negative Zins hat. Und zwar ist folgendes: Jeder von uns, der auf Margin handelt, der muss ja auch Margin-Zinsen bezahlen. Also Beispiel, du hast ein Konto und 25.000er Konto, 50.000er Konto und mit diesem Konto kannst du ja Optionen handeln, kaufen, da brauchst du keine Margin zu hinterlegen, aber wenn du sie verkaufst, wenn du Futures handelst, dann musst du Margin hinterlegen. Und das ist ja quasi ein Darlehen, was dir der Broker gibt. Also wenn du zum Beispiel ein Konto in Euro hast und du handelst amerikanische Optionen, dann gibt er dir ein Dollar-Darlehen und das musst du verzinsen. Wenn du Eurex-Optionen handelst, dann musst du das auch verzinsen. Auf diese Margin musst du quasi auch
einen Zinssatz bezahlen. So, und dieser Zinssatz errechnet sich folgendermaßen, und auch da mache ich euch einen Link hier unter das Video, dass ihr das ganz individuell für euch mal ausrechnen könnt, denn da gibt es von Interactive Brokers einen Rechner, wo man genau seine Kontogröße eintragen kann, was habe ich denn für eine Währung, und dann kann man sich mal ausrechnen lassen, wie viel Zinsen zahle ich denn wirklich effektiv. Und das ist eigentlich eine recht gute Sache, weil dann kriegt man das mal an Zahlen angezeigt und weiß dann auch so richtig, okay, wie viel muss ich damit zahlen. So, und was ist jetzt der kleine Vorteil? Dadurch, dass die Benchmark sich jetzt hier verändert, sinken auch ein wenig die Zinssätze für die Margin-Darlehen. Also, ich habe es mal für den Euro jetzt rausgesucht, da ist die Zahl 90.000 relevant. Also wenn du ein Konto hast bis 90.000 Euro, dann zahlst du aktuell die Benchmark, da die jetzt negativ wird, plus 1,5%. Das heißt, effektiv zahlst du jetzt hier 1,268% Zinsen auf deine gerade in Anspruch genommene Margin. Das wird immer tageweise abgerechnet, nicht aufs ganze Jahr. Das heißt, wenn du ein 50.000er Konto hast, hast 25.000 Margin für eine Woche, dann wird gesagt, okay, 25.000 mit diesen 1,268% runtergerechnet auf eine Woche, das ist das dann, was anfällt. Und wenn du ab 900.000 hast, also es geht von 90 bis 900.000, dann sind diese 1,268, und ab 90.000, dann sinkt das Ganze ab, da schlägt nämlich der Brokerkurs 1% auf und dann hast du 0,768% Margin-Zinsen. Das heißt, auch das ist ein wenig gesunken und damit hast du als aktiver Händler einen zumindest kleinen Ausgleich für die negativen Zinsen. Wenn ihr jetzt ein Konto habt, zum Beispiel bei Linksbroker oder bei CapTrader, dann können sich diese Zahlen hier ein ganz klein wenig unterscheiden. Das liegt daran, dass die Broker unterschiedliche, also das sind jetzt die Zahlen von Interactive Brokers, weil es da eben auf deren Webseite eine schöne Übersicht gibt. Das kann sein, dass die Broker das hier ein wenig anders ansetzen, so wie das jeder Broker ein bisschen individuell macht. Das müsst ihr dann bei eurem Broker einfach mal abfragen. Die Benchmark dürfte überall die gleiche sein, aber hier kann es Unterschiede geben. Fragt das einfach ab, dann wisst ihr auch, wie viel ihr dafür bezahlt. Letztendlich ist es so, wir können uns natürlich jetzt darüber aufregen, aber es ändert ja nichts. Es ist nun mal so und wir müssen eben dieses Geld mit rausverdienen. Das heißt, wenn du jetzt 100% Margin fahren würdest, was du ja nicht machst, und du hättest eben ein Konto unter 100.000, musst du im Jahr 1,2% von deinem Gewinn abziehen. Genauso wie deine Gebühren abziehen musst und so weiter und so fort. Das ist es nun mal so. Das muss man akzeptieren, da kann man nichts daran ändern. Wenn du jetzt in Amerika lebst und hast eben amerikanische, dann fallen diese Negativzinsen an. Dafür ist das ist dann hier diese Margin-Zinsen ein bisschen höher, weil deren Benchmark höher ist, weil die Amerikaner ja gerade anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Das heißt, es hat alles Vor- und Nachteile. Letztendlich sind es Tatsachen, die wir akzeptieren müssen. Ich hoffe aber, dass du mit diesem kleinen Video jetzt ein wenig klarer siehst, dass du ein wenig besser Bescheid weißt, wie sich das jetzt mit diesen Negativzinsen auswirkt. Ich gehe mal davon aus, dass es die Masse von uns überhaupt nicht betrifft, nämlich alle die, die Konten unter 100.000 haben, und alle die über 100.000 haben, naja, die müssen sich im Trading einfach noch ein bisschen mehr anstrengen, damit die paar hundert Euro Zinsen im Jahr eben auch noch mit rauskommen. Das war's für heute mit diesem aktuellen Thema hier auf dem Kanal. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Erfahrungen damit habt, schreibt mir das unten in die Kommentare hinein. Ansonsten, wir versuchen immer relativ schnell auf solche Dinge zu reagieren. Also wenn ihr etwas habt, kurze Mail genügt, und wir versuchen das dann zügig mit einzubauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.